Das Bild-Expeditionsteam ist in Guatemala angekommen. Hier in Guatemala City haben wir unser vorläufiges Quartier aufgeschlagen, um in den nächsten Tagen auf die Suche nach dem Schatz der Maya zu gehen. Unser Ziel? 2156 Goldtafeln im Isabalsee finden. Nach einer 24-stündigen Reise haben wir endlich guatemaltekischen Boden unter den Füßen. Voller Vorfreude auf unser Abenteuer fahren wir durch die Millionenmetropole und besprechen im Hotel das weitere Vorgehen. Vor allem Maya-Forscher Joachim Ritschdi kann es kaum erwarten. Mein Lebenstraum seit etwa 40 Jahren ist, wenn es diese Stadt tatsächlich gibt. Daran habe ich zuerst sehr gezweifelt. Und es gibt 200 solche Städte, die alle von sich behaupten, oder wo die Autoren behaupten, es wäre die Stadt Atlan oder Polis Atlantis, Platon. Wenn ich die erste goldene Tafel in meiner Hand habe, eine Gesetzestafel, dann ist für mich ein Lebenstraum erfüllt. Das wäre ein Lebensziel. Was wir auf unserer Goldexpedition erleben und ob wir den Schatz wirklich finden werden, das sehen Sie in den nächsten Tagen bei bild.de.